Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Mit Paxis. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, was ist gestern passiert, nachdem ich die letzte Folge dann beendet habe. So langsam, aber sicher ist dann die Nacht über mein Hals besser geworden und als ich mich quasi schlafen gelegt habe, ja, da ging es dann meinem Hals schon wieder ziemlich gut. Und heute ist es eigentlich schon wieder mittlerweile fast komplett weg. Also, wenn ihr es natürlich gewusst hätte, aber gut, es ist jetzt auch schon ziemlich spät Sonntag. Es war halt so, wie ich gesagt habe, ich habe einfach nicht viel Zeit gehabt, jetzt Sonntag großartig zu spielen. Von daher bin ich froh, jetzt nur 4 Spiele machen zu müssen. Aber ich will natürlich jetzt alle 4 Spiele gewinnen. Ich will jetzt die 4 besten Spiele in dieser Weekend League abliefern. Und das bedeutet jetzt nicht, dass es so wird, aber ich will auf jeden Fall nochmal mein Maximum rausholen. Es sind jetzt 2 Folgen, wenn alles gut geht. Und das sollte das drinne sein, dass man nochmal gut spielt. Ich bin halt jetzt schon wieder etwas müde und kaputt. Das ist jetzt, wie gesagt, schon etwas später in der Nacht, aber diese 4 Spiele, diese 2 Folgen, die bekommen wir schon hin. Konzentrieren. Versuchen anständig zu spielen. Haben wir als Gegner? Gepusht, 2 Spieler gepusht, ein paar Informs, Man of the Match, gute Spieler, dieser Perisic vor allem als Stürmer gefällt mir überhaupt nicht, weil der war schon das ein oder andere Mal unangenehm, hat gute Tore gemacht gegen mich. So, Konzentration. Komm schon. Ist alles drin, steht 0-0. 4 Spiele. 4 Spiele lang steht es jeweils 0-0. Die Annahme war nicht die allerbeste, würde ich sagen. Ja, ein bisschen Glück. Gut gemacht von Vidal. War ein Risikopass, den ich nicht hätte spielen dürfen. Schön gemacht von Hector. Schwach gemacht von Dembele, der da meiner Meinung nach gut entgegengehen könnte. Es hat leider kein so einfaches Spiel, das merke ich schon. Muss ich auf jeden Fall erstmal meinen Ruhepol finden. Erstmal ins Spiel reinkommen. Schaff's gerade nicht, den Ball zu halten, wenn der Gegner in meiner Nähe ist. Das gefällt mir gar nicht. Wollte den Pass auf Vidal spielen, er will ihn auf Modest spielen. Ärgerlich. Schön gemacht mit Piszczek. Scheiße. Ja, ist egal. Ich glaube, was da passiert ist.
Ach, aber gut durchgespielt. Leider dann halt. Dieser Tick zu spät von Modest. Aber war erstmal gut durchgespielt. Ah, die Stunde Vorteil gegeben. Nice. Spiel gemacht von Sokrates. Aber außen bin ich noch gar nicht weitergegangen. Ich habe zumindest erstmal die Kontrolle im Spiel. Das ist schon mal. Viel wert. Muss ich wahrscheinlich die Strafe aufziehen. Das Ding kann man machen. Das Ding kann man auf jeden Fall machen. Das war schon schwieriger, aber guter Schuss von Modest. Der Pass darf halt nicht durchkommen. So, jetzt hat er mal ein bisschen aufgemacht. Mal gucken, ob wir da irgendwas rausholen können. Naja, haben das Spiel nur Kontrolle, haben vielleicht gute Halbchancen gehabt mit Podest, wo halt leider keinen von reinmacht. Gegner noch kein einziges Mal geschossen. Aber jetzt müssen wir halt uns. Wir hatten eigentlich haben wir auch eine richtig gute Chance mit Podest rausgespielt, aber da war der Pass halt ein Tick zu lang von ich glaube, Müller war es auf Modest. Hat Müller eigentlich jetzt schon mal irgendwas gemacht mit seinem neuen Champions Freestyle? Ich glaube nicht, ne? Ein bisschen ärgerlich. Wieder nicht durch, auch obwohl er da am Anfang so dumm rumgeeiert hat und gewartet hat, dass ich mal komme. Aber wozu? Was der am Aus ist, hätte ich nicht gedacht. Schade. Schuss von Müller, aber leider geblockt. Oh, den Ball müssen wir natürlich abfangen.
Oh, er versucht mit dem Kopf zu machen. Guter Schuss von Müller, aber leider wieder gehalten von Handanovic. Aber warum Reus den versucht mit dem Kopf zu machen, war richtig eklig. So, jetzt können wir mal Modest wieder einen mit dem Kopf machen. Er nimmt ihn einfach mit der verdammten Schulter an, mit der verdammten Brust an. So, jetzt vielleicht, komm Modest. Ja, oh nein! Oh nein, Alu! Oh Scheiße! Den habe ich sowas von reingehen sehen. Oh, da haben wir ein bisschen Glück. Da haben wir ein bisschen Pech. Schön gemacht von Reus. Oh, was? Wie waren wir denn da zuletzt dran? Zu sehr auf Reus geachtet und zu wenig auf den Ballführer Hector. Was war das denn? War er wirklich einen Schuss machen oder wollte er eine Schusstäuschung machen? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass er einen Schuss machen wollte. Reus muss mal getauscht werden. Dembele eigentlich auch. Ach, Mann, 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 Mann. Aber dranbleiben, dranbleiben. Ach du Scheiße, das war ein richtig schwacher Schuss. Oh, das wär's gewesen, Jungs. Das wär's gewesen. Erster Abschluss überhaupt von ihm. Und der reingegangen wäre, das wäre bitter gewesen. Am Modest, ne, diese Halbchancen, die er gehabt hat, die hätte Mali vielleicht reingemacht. Meine, er hat schon ab und zu mal ein paar krasse Tore geschossen und der war, glaube ich, nicht so gut abgeschlossen. Den muss er eher lang ins, flach ins lange Eck machen. Hat er Glück. Scheiße! Richtig schlecht. Okay. Oh fuck, ich hab mich auf die Kamera geguckt und nicht gesehen, dass da noch ein Außenverteidiger ist. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen freie Bahn. Krass gehalten, der war einfach nur krass gehalten, der war richtig gut geschossen von Müller. Hätte man vielleicht noch einen Tick platzierter machen können, aber der war gut geschossen. Und dann noch dieser Alu-Treffer von Modest, aber auch nicht vergessen.
Bitte, Modest, mach jetzt das Ding rein. Du hast schon einmal die Chance gehabt. Komm jetzt, mach das jetzt rein. Kein Alu-Treffer, bitte. Boah, ey, das ist so unverdient. Mann, 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 wir hätten hier locker, weiß ich nicht, von mir aus halt 3-1 oder 4-1 gewinnen können. Modest macht's halt nicht. Fuck. Und der ist auch nicht so mega kopfballstark, dass es sich lohnen würde. Ich bin echt am Überlegen, ob ich Mali wieder reinnehme. Wir können ja nach dem Spiel nochmal gucken, wie seine Quote aussieht. Aber vom Gefühl her, zwei Tore waren noch in dem Spiel, was nicht wichtig war. Also in diesem Freundschaftsspiel. Darf man halt auch nicht vergessen. Da war die Ballführung zwar eng, aber nicht eng genug. Das hat Ribéry aber geil gemacht. Schon wieder so eine Halbchance, die halt nicht reingemacht wird, weil halt da damit einfach großartig hält. Mann. Komm jetzt, Modest. Oh. Scheiße. Oder? Ist gar niemand. Ach Mann, 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 Mann. Komm schon. Keine Elfmeterschießen, das schaffen wir auch so. Soll nicht wieder eine dieser Spiele werden, wo ich dann am Ende unglücklich verliere. Das wäre ärgerlich. Das gewinnen wir jetzt einfach. Punkt. Na endlich! Boom! Müller! Wurde aber auch Zeit. Da hat Vidal sich schön den Ball erkämpft. Und da macht Vidal, da macht Müller das Ding einfach. Nice! Endlich! So verdient. Ach ja, und es war so eine Situation, wo der Gegner Ball hat und wir trotzdem den Ball wieder uns erarbeiten. Sehr schön. Kann ich nachempfinden. Passiert mir halt ständig, dass ich Tore friss. Müssen wir halt nur noch gucken, ob bei Müller das Artist halt wirklich zu den besseren Laufpässen führt, weil dafür haben wir ihn ja gekauft. Ansonsten ist nämlich Maestro für die. Distanz. Schüsse besser. Lagertor, aber wie gesagt, ist natürlich, wenn man das ganze Spiel betrachtet, verdient. Legt es dann nochmal schön ins lange Eck, nachdem er den Abpraller bekommt. Vorher war auch ein guter Pass von Müller in die Mitte. Ach, guter Pass vorher von Müller in die Mitte fällt mir gerade ein.
Ich denke, ich werde halt wirklich viele Spiele erst mit Müller spielen müssen und dann halt einfach gucken, ob die Quote von 0,59 halt deutlich gesunken ist. Oder halt auch einfach vom Gefühl her, wie seine, war klar, wie seine Pässe so kommen, wie viele Vorlagen er macht, aber halt die Quote erhöht, was die Vorlagen angeht, oder. Ah, scheiße. Diesmal hat es leider nicht geklappt mit der schönen Flanke ins leere Tor. Aber Vidal wäre es uns eingeholt worden. Millimeter, Freunde, Millimeter. Ja, aber war aber eigentlich ein geiler Pass von Modest. Ein Tick zu lang vielleicht. Man gibt nicht auf, ja. Will anscheinend sein Ehrentreffer, aber absolut verdient. Sehr schön. Erstes Spiel gewonnen, wenn auch leider in der Verlängerung erst. Tore, Müller, Ribéry, Vorlagen. Ach, Müller macht auch eine Vorlage. Ach, das wird als Vorlage noch gewertet? Das Tor von Ribéry? Das ist ja krass, weil das war doch eigentlich ein Abpraller. Verstehe ich nicht, aber es ist auch nicht schlimm, weil es gibt ja auch Scorerpunkte, die nicht gegeben werden, die verdient gewesen wären. Und daher macht er jetzt zwei Scorerpunkte in einem Spiel. Sehr schön. Gut, dann geht mal das, gehen wir das drittletzte Spiel mit der Premier League an. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie Kane weiter performt, weil das Ding halt einfach ist, dass er so viel mehr kostet als Second In von Benteke und ich momentan eigentlich nicht sehe, dass er so viel besser ist. Ich vermisse so ein bisschen die 4 Sterne auf den schwachen Fuß, aber nur ein ganz klein wenig. Ich vermisse aber auch die unglaubliche Kopfballstärke von Benteke. Die ist halt einfach so viel besser, also bisher zumindest in den Spielen, wo ich ihn gespielt habe, hat er einfach so viele Tore mit dem Kopf gemacht, so viel mehr als alle anderen. Das hat auch ein Harry Kane bisher nicht geschafft. Und ich glaube, mit dem Fuß war er auch ziemlich gut. Von daher würde ich eigentlich ganz gern Kane wieder verkaufen und mir dafür mal, ich habe mal nach anderen ZOMs geguckt, mir dafür die dritte oder vierte Inform von Eriksen holen. Die sieht halt ziemlich geil aus, kostet aber, ich glaube, so knapp 400.000. Irgendwas zwischen 350 und 400.000. Und die wäre, denke ich, besser als dieser Firmino, würde besser passen, hat auch einen geilen Flankenwert, den ich ja bei De Bruyne so geliebt habe. Schade. Oh, es war echt abseits. Krass. Das war knapp. Ah, okay, war doch nicht so knapp wie gedacht. Können wir halt nichts drücken und nichts machen. Weiß nicht, ob es der Gegner ist. Oder ob das gerade ein Bug ist. Schön gemacht von Aspili. Dumm gemacht von mir, ins Ausgedribbelt. Boah, ich habe Ewigkeiten auf Passen gedrückt. Gut gemacht von Smalling. Schade. Schwer durchzukommen. Ich glaube, ich muss das noch ruhiger angehen.
das Aufbauspiel gegen ihn. Macht man mal einen schönen Fehler. Schade, direkt nochmal zurückpassen auf Kane, glaube ich. Wäre hier der Schlüssel gewesen. Schön, der Berber spinnt ins Nichts. Schade. Reed in allerletzter Sekunde, krass. Ich weiß nicht, aber der scheint immer alles komplett laufen zu lassen, wie es aussieht. Verstehe nicht wirklich wieso. Boah, da sollte der Ball natürlich nicht hin, ist klar. Schade, ich hätte noch mal passen sollen, aber ich dachte, Harry Kane bekommt den Ball anders. Eigentlich schön gemacht. Dann aber leider das Pech und nicht im Ballbesitz bleiben. Oh nein, warum dann wieder in die Arme? Da war Firmino frei, aber ich bin nicht mehr zum Pass gekommen. Wir doppelt. Nice. Wieder kommen wir nicht zum Schuss. Das sind eigentlich gute Situationen, aber wenn wir halt nicht zum Schuss kommen mit Kane, können wir auch kein Tor machen. Richtig dumm reingetreten. Wir waren eigentlich durch. Ich bin so blöd. Aber ich habe halt nicht gedacht, dass das so merkwürdig verteidigt, wenn ich ehrlich bin. Der ist doch ohne Berührung hingefallen, oder? Ich habe den doch nicht berührt. Geiler Pass. Den wollte ich eigentlich mehr nach links ziehen, da hatte ich geklappt. Vielleicht können wir jetzt mit Kane mal nach der ersten Ecke hier ein Kopfballtor machen. Komm, Baby. Oh. Fuck. Fuck! War das dumm. Das war richtig dumm. War eigentlich klar, dass der Pass nicht ankommen kann. Eigentlich haben wir auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Haben halt auch wieder
eigentlich Kane in gute Schusssituation gebracht, aber die Direktschüsse haben nie funktioniert. Er wollte sich immer erst noch drehen und das hat er nichts gebracht und der Gegner scheint nichts wegzudrücken. Ich bin gespannt, ob er jetzt auch komplett 30 Sekunden lang die Halbzeit laufen lässt. Die Halbzeitpause. Wie gesagt, Kane hatte, glaube ich, zweimal mindestens die gute Situation, die gute Chance und ja, er scheint auch das nicht wegzurücken. Die gute Chance einfach da zumindest erstmal einen guten Schuss abzufeuern, aber jedes Mal muss er sich erst so blöd drehen. Das eine hätte ich, glaube ich, nochmal passen sollen. Vielleicht muss ich da auch mit Schussdeutungen arbeiten. Aber in den Momenten denke ich da meistens, jetzt schießt er einfach. Was? Oh, hätte ich nur schon ein Tor gemacht. Fuck, Mann. Das ist ja jetzt ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Weil jetzt müssen wir das Spiel nochmal machen. Oh, es wären quasi aus 4 Spielen gefühlte 5. Das ist ja blöde. Wenn ich wenigstens das Tor gemacht hätte. Das ist echt ärgerlich. Egal, nochmal. Oh, Gouillet hat sich verletzt. Was hat er denn? Fuß. Ach ja, Bundesliga, Mali, Modest, was mache ich denn jetzt? Mann, ich will eigentlich diese, auch wenn er nicht ganz so krass Kopfballsteig ist wie Kane oder Benteke, will ich ihn eigentlich nur ungern auf diese Kopfballsteige verzichten, die Modest mitbringt. Also wenn wir jetzt diese 2 Tore rausrechnen, die er in diesem einen Spiel gemacht hat und das eine Spiel rausrechnen, dann hat er 6, dann hat er 7 Scorerpunkte in 13 Spielen. 7 Scorerpunkte in 13 Spielen. Was noch okay ist. Aber Mali. Moment mal, lass mal kurz rechnen. 7 in 13. 7 durch 13 ist 0,53. Und hier haben wir 13, 16, sind wir bei 6, 29 in 41, 29 durch 41. 0,7, das ist halt schon deutlich besser, auf deutlich mehr Spieler, ne? Aber man muss auch sagen, wenn Modest jetzt mal einen Dreierpack oder sowas schnürt in dem Spiel, ist es halt direkt wieder hinfällig. Aber er hat halt einfach nicht so die krassen Tore gemacht, wie das Mali gemacht hat. Wie gesagt, es ist Modest, Second Inform ist wieder so ein Spieler, da will ich einfach, dass er funktioniert, aber ich muss es mir dann einfach eingestehen, er funktioniert nicht, scheiß drauf. Auch mit Müller hinter ihm scheint er nicht besser zu funktionieren. Also nehmen wir jetzt wieder Mali, oder? Ja, scheiß drauf, ich nehme jetzt wieder Mali. Jetzt bin ich mal gespannt. Pass auf, Mali wird direkt im ersten Spiel, keine Ahnung, irgendein mega krasses Tor schießen oder 3 auf einmal oder irgendeinen verrückten Shit wieder. Ich kenne das doch. Aber Mali steht einfach besser, er macht mehr mit dem Fuß und klar, jetzt haben wir wieder in Anführungsstrichen nur Müller an der Eckfahne stehen. Der macht halt in 100 Spielen ein Kopfballtor nur. Oh, 78er rechter Stürmer ist aber auf Garantie einer, den er auswechseln wird, mit dem wird er nicht spielen. Den hat er auf Garantie nur wegen der wegen dem Link zu den anderen Spielern. Passt auf, ja, ist ja klar. War so klar. Weiß man, der einwechselt bei so einem krassen Team, Ronaldo oder irgend sowas. Ich meine, Hazard, Lukaku, ich glaube auch De Bruyne in Form kostet ja, wie haben wir ja gesehen, über 1 Million. Die Jesny. Barsag, die war glaube ich Movember, sieht man auch nicht mehr auf Movember-Karten. Chiellini, Florenzi, das ist ein krankes Team. Naja, müssen wir uns anstrengen. Mann, der letzte Gegner war auf jeden Fall schlechter als wir. Wir hatten gute Chancen. Jetzt bekommen wir wieder so einen Übergegner, aber naja, was soll's. Wir machen das schon. Ja, habe ich gedacht, dass ich den Ball bekomme. Schade.
komm, 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 komm. Mal eigentlich richtig gut verteidigt. Das war richtig dumm von mir gepasst, weil eigentlich klar war, dass der Pass nicht ankommen kann. Egal, nicht aufregen. Aber es wird ein schweres Spiel. Der Gegner ist viel besser als der letzte. Da soll der Ball nicht hin, ist denke ich klar. Messi hat er eingewechselt. Ach du Scheiße. Müller, wie langsam er eigentlich ist. Da war direkt wieder einer dieser kranken Schüsse von Mali. Schade. Und den reingemacht hätte, das wäre so geil gewesen. So, und jetzt, hier hoffe ich jetzt überhaupt nicht mehr drauf, dass da, ich, also, Müller macht die so selten, klar macht er die ab und zu, aber er macht die so selten, da hoffe ich jetzt nicht mehr wirklich drauf, dass da mein Kopf bei ist. Es wird irgendwann mal wieder passieren, aber darauf kann man sich halt einfach nicht verlassen, leider. Ja, auf den wollte ich spielen. Auf wen sonst? Was für ein kranker Pass. Sorry, aber der Pass ist einfach nur gestört. Oh, perfekter Pass. Da kann ich nichts dagegen machen. War einfach nur ein perfekter Pass von De Bruyne. Aber wie gesagt, ist auch ein guter Gegner. Das ist halt ein Gegner, gegen den kann man halt locker verlieren. Es ist halt einfach nur zum Kotzen. Dass es gegen den anderen leichten Gegner abbricht, und dann bekommt man halt so ein Monster. Das ist einfach nur scheiße. Ja. Warum treibst du dich da im Abseits rum? Mann. Egal, es ist nur ein Tor. Wir können es auf jeden Fall noch locker ausgleichen. Einfach nur mit deiner scheiß Pace. Man hat halt so kranke Spieler. Ich bin halt einfach nur perfekte Pässe. Aber nicht aufregen, es steht erst 1-0. Wir haben immer noch Chancen, das Spiel auszugleichen. Wir hatten ja einen Alu-Treffer mit Mali, also so unwahrscheinlich ist das ja gar nicht. Schöner Schuss von Müller, schade. Oh ja, Hummels, komm Hummels. Wenn jemand einen Kopfballtor schafft, dann bist du es. Es sei denn, wir bekommen so eine Scheißflanke. Reus ist auch nicht konstant, also nicht so konstant wie ein De Bruyne oder so.
Renn, renn, renn. Der haut ihn einfach weg. Nee, macht er nicht. Ah, Hummels, ja, steht doch bitte mal immer da, Hummels. Verstehe ich gar nicht, warum der nicht immer da steht. Bekommt Müller nicht. Meine Fresse. Fuck you. Wie er mich da austribbelt, ist einfach nur zum Kotzen. Das darf halt nicht passieren. So ein Tor darf nicht zustande kommen. Wir standen ja mit Leuten da. Aber jetzt wird es fast unmöglich, das auszugleichen. Weil ich nicht zwei Tore gegen ihn schießen werde. Das glaube ich zumindest nicht. Das Tor von Messi nervt mich einfach, weil ich weiß halt, das kann man verteidigen, das kann auch ich verteidigen. Und ich schaff's aber halt nicht. Klar, auch ein bisschen Pech gehabt. Gegner wird auch verdient, muss man sagen. Es waren da zwei glasklare Torschancen, die er sich da rausspielt. Ich meine, das erste Tor macht er nur, weil De Bruyne so einen Zuckerpass spielt, den halt 99 der Spieler nicht hinbekommen. 99% der Spieler halt nicht hinbekommen. Und das zweite Tor, Messi halt. Dribbelstärke von Messi bekommen halt auch wieder 99% der Spieler nicht hin. Also. Und dann ist halt das Ding, wenn ich halt mal einen verrückten Einfall habe und einen schönen Pass spiele, dann wird er halt zu lang gespielt. Wenn der Pass halt eine perfekte Länge auf Müller hat, kann ich ihn da vielleicht auch vorbeischieben. Wiederstellungsfehler Hector. Aber das ist halt wirklich beide Tore einfach nur individuelle Klasse der Spieler. Kann man nicht anders sagen. Wie macht er halt mit den meisten Spielern nicht einfach so? Aber egal, wir haben noch eine Minimalchance, das 2-0 irgendwie mal zu richten. Oh Mann, das ist dann halt dieses Quäntchen Glück, was man braucht, was man halt nicht bekommt. Fuck. Geiler Kopfball von Müller. Hummels, es sieht doch Hummels immer da. Ich weiß nicht warum, aber es ist schön. Vielleicht, weil ich auf Offensiv gestellt habe, das könnte natürlich sein. Ja, Szczęsny, wäre einfach zum Torhüter des Tages. Wir könnten also, sorry, aber das 1-2 wäre jetzt auf jeden Fall verdient. Und jetzt steht wieder Müller da. Ich weiß nicht wieso. Ergibt nicht so richtig Sinn. Schade, da hätte ich eine Schussdeutung machen müssen. Ja, was soll ich machen? Er schießt halt dann noch ein Tor. Aber vielleicht wieder ein bisschen übertrieben, aber scheiß drauf. Ja, es war übertrieben, vor allem wenn er sowieso noch ein Tor schießt. Ach, kotzt mich solche Spiele an. Aber wie gesagt, das Schlimmste ist nicht das Spiel, das er gewinnt. Das ist ja absolut verdient, sondern wie es wieder zustande kommt. Also erstens hier die Tore, aber das ist erstmal egal. Sondern einfach nur die Tatsache, dass ich so einen leichten Gegner habe, wo ich halt locker schon eins hätte führen können. Es wird abgebrochen. Ich bekomme wieder ein Monster als Gegner. Das ist einfach nur zum Kotzen. Und dann fehlt mir hier natürlich auch das Matchglück, weil ich hätte halt locker auch den 2-1 Ausgleich, den 2-1 Anschlusstreffer machen können. Der halt nicht fällt.
Und es ist echt schade. Es ist ein bitteres Spiel. Es ist ein Spiel, was wieder viel klarer ausgeht, als es hätte ausgehen müssen oder können, meiner Meinung nach. Wir gewinnen also nicht alle vier Spiele. Ist auch wieder eine Weekend League, wo wir halt so gut wie gar kein Spiel richtig krass gewonnen haben, oder? Ich glaube, eins mal. Und das war dann auch noch eins, wo es halt eher nicht so verdient war. Oh, schön gemacht. For the visitors, number 22, Lionel Messi. Official has indicated there will be a minimum of 4 minutes added to it. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.